Der neue. Ah, jetzt hat er es gecheckt. Toll, Antenne. Besser spät als nie. Was soll man sagen? Also machen wir das auf. Also besser. So, QI-Port. Quatsch. Also. Nochmal angucken den QI. Weil in Space near Minmus ist 0. Ja, dann recycle den. Weg damit. So, also QI-Port. Senden. Jetzt. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich die Antenne hier reingestopft habe. Ich weiß es nicht. Dann. Okay. Wieso klappt die nicht wieder? Ah. Mhm. So, dann würde ich mal sagen, EVA-Time. So, EVA. Just about Minmus. Sprich gerade mal. Was? Nein! Nein, 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 nein. Ich will da rein. Wenn ich jetzt aber boarde. Experiments you have collected cannot be stored. Board anyway. Dump experiments. Ja, rein da. Oh, na gut. Also wir können wohl nur 3 Experimente storen. Ja, dann schickt man den Mist doch. Problem erledigt. So. Was ist damit passiert? Okay. Haben wir noch genug Strom? Strom? Wo ist Strom? Da. Ja. Strom ist genug da. Dann schicken wir das auch noch. Dann haben wir hier EVA Report. While in space high over Minmus ist nichts wert. Warum ist das jetzt schon wieder nichts wert? Aber gut, wenn es nichts wert ist, dann weg damit. Von mir aus. So. Jetzt. Also. Okay, das Ding ist auch wieder nichts wert. Ja, dann eben nicht. So. Nein, 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 nicht auf Solarpanel. Nicht auf Solarpanel. Okay, immerhin. Und plupp. Ta-da-da, ta-da-da-da-da. So. Also, Take Surface Sample. Oh, für 101. Oh ja. Dann machen wir einen EVA Report vom Boden. Oh ja, nochmal mit 30. Und dann planten wir eine Flag. Weil das gehört zum guten Ton, ne? So. Ja, ja, Leute. Ja, Flagge ist ja gut. So. Und zwar, das Ding heißt jetzt. Wer ist denn das eigentlich? Ist das Kermit? Ist das Jebediah ist das, ne? Machen wir einfach Jebboss hier. So. Jebboss hier. So. So, und er ist sogar noch am Leben. Okay. Den wie viel haben wir heute eigentlich? Heute ist der 31. ne? Ja. Also machen wir mal 31.03.2016. So. Okay. Haben wir alles? Haben wir alles. Jeb, alles fit bei dir? Yay! Woo. Ich wusste gar nicht, dass man den drehen kann. Okay. So. Dann wird es langsam mal Zeit für den Heimweg. Ich bin schon bei über einer Stunde. So, so. Schön langsam. Nicht auf dem Solarpanel landen. Übrigens, ziemlich beschissene Idee von mir. Den alten Solarpanel unter den Einstieg zu klatschen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich mich mal drauf abstütze. So, also. Einsteigen. Okay. Was haben wir denn hier alles? Was können wir jetzt schicken? Den EVA Report schicken wir. Und die Surface Sample keepen wir. Ist doch ein Plan. So. So. Okay. Dann glaube ich, laut X-Science haben wir jetzt alles hier. Dann wird es Zeit für den Heimweg. Wie kommen wir denn von hier nach Hause? Einfach Richtung Kerbin beschleunigen? Vielleicht eher nicht, ne? Minmus dreht sich so. Da sollten wir in die andere Richtung oder die Mitrichtung beschleunigen? Wir beschleunigen mit Kerbin. Mit der Drehrichtung. Wir müssen die aber bald dumpen. Okay. Quick save. Just in case. Gut, dann starten wir. 3, 2, 1, Feuer. Müssen wir da lang? Ja, da lang. Füße rein. So. Voll anwinkeln. So, das sieht gut aus. Material Studies haben wir an Bord. Dann würde ich mal sagen, Vollschub. Noch ein bisschen. Ist das leer? Ja, die sind leer.
Okay, und tschüss. So. Bye, bye. Wie sieht unsere EVA aus? Unsere Dings. Okay, fliegen wir ein bisschen mehr da lang. So. Vollschub. Wir haben noch 170 Liter. Kommen wir mit 170 Litern heim? 170 Liter klingt dann so ein bisschen nach Partyausstattung. So. 11.000, 12.000 Meter, 12.000 Meter Höhe reicht, ne? Okay. Dann beschleunigen wir. Komm. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Macht nichts. Ups. Oh. Mir sollte man kein Warp-Dings in die Hand drücken. Das geht bei mir immer furchtbar schief. Keine Warp-Kontrolle. So. Okay. Oh, wir kriegen Kohle für einen EVA-Report. Dann machen wir den mal. Entschuldigt, dass es jetzt dunkel ist. Aber wir machen nur ganz schnell einen EVA-Report. Wieso ist der nichts wert, bitte? Okay, mein schlaues Dings sagt mir, dass EVA-Report was wert wäre. Soviel zu dem Thema. Nicht 170 Meter, 170 Liter. Klingt nach Partyausstattung, habe ich gesagt. Hier sagt er mir, wir haben es nicht. Und wenn ich es mache, EVA-Report, ja, dann bringt's. Das Teil ist komisch. So, also. Review Data, das schicken wir. Das keepen wir. Das dumpen wir. So. Okay. Wo müssen wir... So. Wie beschleunigen wir jetzt am blödsten, sodass wir nach Hause kommen? Wenn wir so hier beschleunigen, wie sieht dann unsere Flugbahn danach aus? Beschissen. Schlechte Idee. Andere Seite. Wenn wir hier beschleunigen, wie sieht dann unsere Flugbahn aus? Nicht besser. So. Vielleicht so am ehesten, oder? Was haben wir hier? 19.000 Meter. Mehr beschleunigen oder weniger beschleunigen? Okay. Nein. Okay, ich glaube, das macht nicht viel Unterschied. Wir nehmen einfach diese Seite. So, und dann haben wir hier 31.000. Und wenn ich das auf die andere Seite ziehe, dann... Buff. 36.000. 30. 27. Mach das mal an, dauerhaft. ...27 war das Beste, was wir hatten, so. 27,3. Okay. Dann müssen wir aber da beschleunigen. Okay, und... ...stopp! Dann... ...voll auf die Node ausrichten und Vollguss. Was will er mir jetzt schon wieder sagen? Wir haben schon wieder irgendein EVA, das wir machen können. Das machen wir jetzt nicht, wir beschleunigen jetzt erstmal. So. Okay. Wir sind draußen. Wie schlimm sieht's aus? Oh Gottes Willen. Wir sind noch außerhalb der Moon-Umlaufbahn. So, los. Minmus Lowlands, Minmus Midlands, Lowlands. Wir sind wohl irgendwie gerade an der Grenze, sodass die Lowlands und Midlands sich ein bisschen abwechseln. Komm, 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 komm. Und... Wir sind draußen. Machen wir einen kleinen Quicksave. Und dann würde ich mal sagen, bremsen wir jetzt oder drehen wir noch eine Runde? Ja, bremsen wir, oder? Was soll der Geiz? Ich drehe mich jetzt keine 15 Jahre lang. Wie lange dauert es, bis wir uns wieder... 30 Tage, einen Monat im Kreis drehen? Nee, das machen wir jetzt nicht. So. Also. Aber jetzt kann ich noch steuern. Das Dumme ist nur, wenn ich mich richtig erinnere, nach 15 Tagen hört auf, geht Jeb in Hungerstreik. Wir haben 8. Acht Tage. Schaffen wir es in 7 Tagen zurück? Bezweifle ich stark. Wann ist hier? Hier sind 10 Tage. Wisst ihr was? Wir bremsen. Okay, wir versuchen jetzt mal ganz was ganz Verrücktes.
Wir bremsen hier mal ganz dolle runter. So, wir haben doch sowieso viel zu viel Liquid Fuel eigentlich dabei. 8 Tage. 8 Tage, 4 Stunden. Aber ich habe keine Chance, das zu beschleunigen. 8 Tage, wir bräuchten 7. Ja, wir haben Orbit in der Höhe von Minmus. Wenn wir ein bisschen ein Lone Orbit eingehen und wir... Okay, ich habe eine Idee. Wir versuchen das mal wie folgt. Wir lassen das offen. Wir Time Warpen manuell. So, und zwar bis so an der Grenze, wo Jeb anfängt, einen Hungerstreik zu gehen. Dann machen wir einen letzten Burn. Und dann habe ich keine Ahnung. Also 13 Tage. 2 Tage. 2 Tage müsst ihr noch durchhalten, oder? Ja, ich kann es noch steuern. Ah, hier. Supplies. Ne, 30 Days. Kerbit Orbiting, Zero Supplies, Days. Whatever. Also gut. Home. 16 Tage. Ja, das ist so die Idee. So, alles zum Bremsen nutzen und wenn man alles verbrennt und dann eventuell abholen. Weil die Sache ist, ich kann nicht mal die Fallschirme öffnen, wenn er streikt. Also landen ist, fällt ziemlich weg. Ich meine, wir haben jetzt 14 Tage gerade. Wir haben 14 Tage nur? 14 Tage, müsste sich noch steuern lassen. Tut er. 14 Tage? 14 Tage, 4 Stunden. Wie viele Stunden hat so ein Kerbin-Tag? Kerbin-Tage haben keine 24 Stunden, ne? Kerbin-Tage haben keine... Ich befürchte, Kerbin-Tage haben keine 24-Stunden-Rhythmen. Okay. Sollen wir dann jetzt schon bremsen? 6 Stunden? 6-Stunden-Rhythmus? Okay, vielen Dank für die Info. Wir haben jetzt 4 Stunden 45 Minuten. Das heißt, wir haben noch eine Stunde. Der Marsianer ist ja nichts dagegen hier. Also. Dann haben wir noch über eine Stunde. Wir haben deutlich besseren Burn gemacht. Schaffen wir es in der Stunde zu landen? Wir hauen jetzt voll die Bremse rein und landen in einer Stunde. Wie lange dauert so ein Wiedereintritt, oder? Kann nicht so lange dauern. 1 Stunde 10 Minuten haben wir. Scheiß auf Fuel-Effizienz. Wir hauen jetzt voll die Nockenbremse hier rein. So, also gut. Irgendwas Science, die wir... Wir können sogar noch ein EVA machen. Aber erstmal bremsen wir mal ein bisschen runter. Ist mir gerade irgendwie wichtiger. Oh, dann kommen wir über Wasser auf. Wollen wir über Wasser aufkommen? Eigentlich scheißegal. 100 Liter. Und ich war mir so sicher, dass das Jeb mir nicht im Stich gelassen wird. So, so. Das merke ich mir fürs nächste Mal, Jebby-Line. So. Okay. An der Stelle machen wir eine kurze Pause. Und... Wobei, wir sind in der Atmosphäre, oder? Wenn ich aussteige, haut es den dann weg. Quick Save. So. Also, EVA Report. Oh, oh, keep. Board, board, board. Oh, 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 oh. Das war jetzt nicht so gedacht. Sind wir schon in der Atmosphäre? Nein, sind wir noch gar nicht. So, also, komm hier. Komm schon. Brenn deinen Scheiß. Mir ist scheißegal, wie ineffizient das jetzt ist. Nur noch 60 Liter und noch 1 Stunde 10 Minuten. So, runterbrennen. Komm schon. 50 Liter noch. So, komm, das wird gut. Oh, das klappt sogar. Okay. 30 Liter noch. Wie lange dauert es hier? 2 Minuten bis dort. So. Haben wir noch irgendwas, was wir machen können? Können wir von hier was senden oder geht unsere Antenne dann kaputt? Gibt eigentlich nur einen Weg, das herauszufinden, oder? Send. Keep. So. Antenne. Das Ding hier im Weg. Done.
Sehr gut. Haben wir geschickt. So, Science Bay lassen wir auch offen. Langsam sieht mein Fenster auch so, mein UI auch voll gestopft aus mit Fenstern. Okay, wir kriegen das noch gelandet. Heilige Schande. Quatsch. Nichts Time Warp. Volle Bremsung. Müssen Zeit sparen. So, komm, wir bremsen jetzt. Ist mir jetzt wurscht. Surface. 20 Liter. Wie lange dauert es bis dahin? 3 Minuten. 3 Minuten bis zur Oberfläche? Der fällt aber echt schnell. So, ich will auf Land landen. Ich bin voller Ernst. Außerdem müssen wir die Stage sowieso dekappeln. Weil wir haben den Applater, sprich den Hitzeschild, ja unter dem Dekappler, also. So, Liquid Fuel ist leer. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich hier einen Fallschirm dran geklatscht. So, das kommt mal hier in die Ecke. Seht ihr das? Diese Zahl hier, das hier, ist ausschlaggebend. Hier steht 14 Tage. 14 Tage, 4 Stunden, 51 Minuten. Das heißt, wir haben noch 1 Stunde, 9 Minuten. Das wird reichen, das wird reichen. Das wird gut. So. Sollen wir die Stage dekappeln? So. Ernsthaft? Das ist in der Nähe vom KSC. Naja, ganz grob, aber... Ich weiß nicht. So, Highlights enabled. All enabled. Damit müsste man sehen, wenn es zu heiß wird, sprengen wir die untere Stage ab. Oder sollen wir sie jetzt absprengen? Ich glaube, wir müssen sie sowieso absprengen wegen der Fallschirme. So. Oh, es wird heiße Phase. Na, das Solarpanel hat sich schon verabschiedet. Aber das ist ja noch nicht so schlimm. Wir haben ja noch ein bisschen Strom. Und wir haben ein bisschen Strom und... Oh, oh! Nein, 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 nein! Okay, weg mit der Stage. So, jetzt kommt Nase hoch. Nein, 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 nein. Heiß, 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 heiß. So, Hitzeschild zuerst. So, puh. Heilige Scheiße. Okay. Wir haben ein bisschen Strom und Jebediah hat viel Hunger. Okay. Tschüss, Stage. Die anderen Stages sind gut angekommen. So. Ablater. Das ist so geil. Wir brauchen diesen Hitzeschild. Der hält 200 Einheiten, was auch immer, aus. Und wir sind bei 198. Sprich, wir brauchen zwei. Zwei von 200. Und dafür müssen wir das ganze Ding mitkarren. Das ist auf Deutsch ein Stück Pappe, hätte es getan. So. Das funktioniert! Warte, wie? Supply ist null. Warte, 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 warte. Ach, wir sind in der Erdatmosphäre. Ach, wir sind in der Atmosphäre. Und in der Atmosphäre verbraucht er keine Supplies. Gut zu wissen. Ha, 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 ha. Da war ja was. So. Die Startplattform zu treffen, ich glaube, das wird nicht mehr ganz hinhauen. Aber scheiß doch drauf. Wer scheiß? Ich habe schon gesehen, wie der auf den Mut aufbracht. Ich habe schon gedacht, das wird nichts mehr. Kann man das hier schließen? Okay, erinnert mich auf jeden Fall beim nächsten Mal an Essen mitzunehmen. Boah. Also gut, komm. Jebediah, es geht nach Hause. Oh, wir können EVA-Report machen. Ein Q-Report, meine ich. Geht die Antenne kaputt bei der Höhe? Apropos Höhe. Fallschirme. Warum drehst du dich denn auf den Kopf? Was soll das denn werden? Sende das mal. Warum steht der auf dem Kopf? Der Fallschirm geht von da oben ab. So. Okay. Was können wir hier noch machen? Temperature Scan. Aber meine Temperature Scans sind schon voll. Ja. Ups, da ist was kaputt gegangen. Okay. Warte. Wir kommen doch nicht... Moment. Wir kommen doch nicht auf dieser Schrägen da auf, oder? Meine kleine Frage. Wenn ich jetzt ein EVA mache, stürzen wir ab? Kann man EVAs an Fallschirm hängend machen? Ich meine nur... Anders als wir haben doch jetzt eh das Quickloading eingeschaltet, oder? Können wir mal ausprobieren. Jeb, bau keinen Scheiß, warte mal. Wir legen das Ding mal ein bisschen so auf die Seite. So, ein bisschen so da lang. So. Okay. Okay. So, wir machen ganz schnell EVA und dann boarden wir. Okay. EVA, EVA Report, board. Oha, sind wir Füchse. So.
Was haben wir hier an Bord? Flying over Mountains. Ja, schicken. Und Minmus Lowlands keepen wir. Wo ist eigentlich unser Surface Sample? Ach, das ist die Surface Sample. Okay. Aber tatsächlich, das wird ein bisschen... ich habe ein bisschen Schiss hier mit dieser Schrägen. Und ich war auch noch gerade so kreativ und habe gerade einen Quicksave auch noch gemacht. Das heißt, ich habe nicht unbedingt... Oh! Okay, wir drehen mal keins von den Science Experiments zum Hang hin. So. Und wir neigen uns etwas nach hinten und rutschen diesen Hang jetzt hinunter. Okay, ganz entspannt. Nein, nein, nicht kippen, nicht kippen. Nein, hör auf. Wenn die Science Experiments jetzt kaputt gehen, hör auf damit. Lass das. Schluss. Schluss. Nein, nicht rollen. Nicht. Hör auf damit. Nein. Nein, 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 nein. Wehe, die Fallschirme reißen jetzt ab. Heilige Scheiße, komm jetzt. Nein, nein, nein. Hör auf. Und dass es hoch kann, wenn ich mich quer drehe, dann rollen wir noch schlimmer. Ich drücke hier übrigens voll grad durch. Jetzt hör auf, lass das. Ja, ja, jetzt hör auf. Nein, nein, hört nicht auf. Okay, nach links. So, hör jetzt auf. Wenn ich nicht drücke... Okay, jetzt schlittert er wenigstens die, mit der Nase voran nach unten. Bleibst du jetzt hängen? Komm, 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 hör auf. Nein, 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 nicht seitlich, nicht seitlich, nicht seitlich, nicht seitlich. So, ja, jetzt hängt er, bleib hängen. Komm, bleib hängen. Hängen bleiben. Heilige Kacke, komm jetzt, hör auf damit. Ich kann den Kugelport machen vom Rollen auf den Berg. Super. Schluss damit. Oh Gott. Jetzt flöten gehen, das ist so typisch. Komm jetzt, hör endlich auf damit. Ich versuche mich gerade gegenzudrehen. Nein! Oh Gott, da unten ist der Gutkanister. Nein, 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 den wollen wir behalten, hör auf. Okay, dreh dich über ihn drüber, aber nicht kaputt machen dabei. So, ja, Nase voran, Nase voran. So. Wir haben ein Fallschirm verloren, wir haben zwei Fallschirme verloren. Auf, hör auf damit. Schluss. Oh Gott, jetzt ist aber wieder gut. Komm, wir sind gleich unten. Haben wir was kaputt gemacht bisher? Ich glaube noch nicht, oder? Wir haben noch. Die Science haben wir noch an Bord. Und Jebediah lebt auch. Ist doch schon mal was. Ja, so. Crew Cabin zuerst. Heilige Kacke. So. Jetzt hörst du auf zu rollen. Nein, nein, falsche Richtung. Oh Gott, ich bin so in die richtige Richtung gerollt. Wir stehen. Wir haben uns verkeilt. Nichts anfassen. Okay. Soll ich einen EVA-Report versuchen? Ne, lieber nicht. Sowas machen wir nicht. Sollen wir aussteigen und... Okay, ist gut, das Video covern. Nicht bewegen. Heilige Axt. Aber jetzt haben wir doch Kohle gemacht, komm schon. Gib mir Monetos und Science. 600 Science. Damit kann man was erforschen. Auf dem Science haben wir gemacht. Und Refunds haben wir gemacht. 6 XP ein. Er hat 6 XP gemacht und ist damit Level 1. Okay. Ne, immerhin. Er ist Level 1 im Hungern. Blöder Penner. Okay, was können wir jetzt für Science? Hey, jetzt ist die blöde Axt. Okay, haben wir das immerhin geschafft. Heilige Scheiße. Ich dachte wirklich, wir zerschellen jetzt an dem Berg. Das ist kein Glück, das ist Skill. Ich bin der Beste im Berg runterrollen. Okay, cool. Oh, wir kriegen die ersten Teile für Station Science. Oh, wir kriegen die ersten Teile für Station Science. Das ist ein super Mod, den finde ich super cool. Habe ich leider noch nicht großartig benutzt, aber das bringt, da bringen Single Stage to Orbit endlich mal wirklich was. Okay, was können wir sonst? Gravimetrischer Sensor. Das Ding doch 300 Science. Weiß ja nicht. Was haben wir hier? Ein paar Kabinen. Was haben wir hier? Ja, ein bisschen so Zeug. Oh Mann. Olympische Disziplin Berg runterkullern. Das ist super, das finde ich gut. Haben wir ein paar Structural Teile, Probocore, Dyne, whatever. Was haben wir hier noch? Aerodynamics. Brauchen keine aerodynamischen. Wo eine Fairing wäre sicher interessant. Oh, ein großer Booster. Okay, wir nehmen für 90 Sein den großen Booster. So. Und was haben wir hier? Oh, die kleinen Engines nehmen wir auch für 90. Was haben wir hier noch? Mehr von so kleinen Engines. Hier haben wir einen Haufen Zeug, falls ein Frachtkanister und so Zeugs. Und die Mainsail. Mainsail immer allerseits beliebt. Hier haben wir verschiedene Fuel Tanks. Ja. Okay, wir sind immer ein Seismometer. Ich glaube, das Seismometer bringt immer recht viel Science, ne? Ich glaube, das ist immer recht gut. So.
Also, wenn die NASA auf Glück arbeitet, ist, ja, deswegen sind wir nicht bei der NASA, wir sind hier bei der SNASA. Das ist die Secret NASA. So. So, okay, also. Mit der verdienten Kohle holen wir uns noch den Seismometer für 300 Science. Und dann nehmen wir nochmal für 160 Science irgendwas. Und dann haben wir fertig. Was ist das hier? Brauchen wir nicht. Was ist das? Irgendwelches andere Zeug. Da haben wir Research Labs. Ja, brauchen wir nicht. Command Pods. SAS-Module, auch immer gut, oder? Landefüße! Wir nehmen Landefüße. Landefüße für 90. Kaufe ich. Check. Okay. Dann haben wir eingekauft. Okay, so. Puh, das war's für heute. Für die Fragen, wie lange streamst du noch? Das ist die Antwort. Das war's jetzt. Wir haben eine äußerst erfolgreiche Mission gehabt, bei dem die Hälfte der Leute verhungert ist und dann noch schrägen Berg runtergekullert sind. Aber wir sind bis nach Minus geflogen und zurück. Ist doch schon mal was. So. Das war Minus. Was machst du, wenn es schwer wird? Ja, das war Minus, wenn es schwer wird. Wenn es schwer wird, nehme ich Futter mit. Damit ich nicht verhungere auf dem Wiederheimflug. Das müsste ich auch mal geben. Der Typ verglüht in der Atmosphäre und sein größtes Problem ist, ich habe Hunger, ich arbeite nicht mehr. Puh. Das ist nicht Motivation. Okay, so Leute. Ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und beim nächsten Livestream, ich kündige das wieder an. Ich weiß noch nicht genau, wie es sein wird, aber es wird wahrscheinlich schon 1.1 sein. Ich freue mich. So, also. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.